Michael Kolz ist für uns vor Ort in München. Michael, der erste virtuelle Parteitag der CSU ist das an diesem Freitagnachmittag, den wir da, den Sie da vor Ort erleben werden. Wie wird das Ganze rein organisatorisch über die Bühne gehen? Die CSU hat sich's leicht gemacht. Sie hat erstmal bei den Grünen, bei deren Länderrat geguckt, wie es funktionieren könnte. Und jetzt hat man hier bei allem Ernst die Landesleitung, also das Franz-Josef-Strauß-Haus, ordentlich aufgerüstet. Das ist fast so ein bisschen wie ein Fernsehsender, denn es gibt eine richtige Regie, Master Control Room, es gibt in allen Räumen Kabel. Und es ist offensichtlich, dass man hier etwas zeigen will, was man bisher noch nicht hatte. Und das muss natürlich funktionieren. Dorothee Bär, die heute das in Teilen auch moderieren wird, hat gesagt, man möge der CSU nachsehen, wenn es vielleicht das ein oder andere technische Problem geben könnte. Aber man ist zumindest bei den gut 250 Delegierten so vorbereitet, dass jeder sich auch zu Wort melden kann. Es sind übrigens alle Mitglieder der CSU eingeladen. Markus Söder wird seine Rede hier aus seinem Arbeitszimmer halten. Der Generalsekretär Markus Blume und die Dorothee Bär werden das Ganze moderieren. Und dann wird das hier in der Regie zusammengefahren, sodass man den Eindruck hatte, es gibt wirklich immer direkten Dialog. Wie gesagt, Markus Söder allein in seinem Arbeitszimmer. Und die Delegierten können sich zu Wort melden und dann natürlich auch über den Leitantrag abstimmen, den es heute gibt. Deutschland stark machen aus Corona, lernen und wachsen, heißt er. Da werden 10 Punkte angesprochen, wie man Deutschland nach dieser Corona-Krise wieder auf die Beine bekommt. Also technisch hat man hier ordentlich aufgerüstet. Ob das nachher klappt, das werden wir dann sehen. Aber es soll zumindest für alle Mitglieder die Möglichkeit geben, zuzuhören. Ja, und es verspricht ja interessante Diskussionen, wie wir dem Vorbericht von Alexander Puhl entnehmen können, den wir ja gerade gesehen haben. Da geht es ja um die Frage, wie viel Schulden sollen gemacht werden in diesen Zeiten. Nun schwebt ja Markus Söder, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Obergrenze für die Staatsverschuldung vor. Wie stellt er sich das denn vor? Wie soll denn das verabredet werden? Also in der Tat, der Begriff Obergrenze ist hier bei der CSU ja ein durchaus bekanntes Wort. Es gab, wie der Beitrag auch gerade gezeigt hat, ja ordentlich Druck auch aus der Jungen Union Bayern, die gesagt hat, allein aus Gründen der Generationengerechtigkeit muss man dafür sorgen, dass die Schulden dann nicht nachher bei der jungen Generation landen. Dementsprechend, das werden wir gleich im Gespräch mit Markus Blume erfahren, bleibt die Frage, warum das jetzt plötzlich so pünktlich zum Parteitag aufs Tableau kam. Klar ist, das ist allen Ministerpräsidenten und natürlich der Bundesregierung klar, man kann nicht bis zum Get-No, um es mal so salopp zu formulieren, Schulden machen und sich keine Gedanken darüber machen, wie das Geld nachher wieder reinkommt. Denn nehmen wir nur den Pakt über die 150 Milliarden Euro, die beschlossen wurden im Deutschen Bundestag, dann ist das eine Summe, da wird einem schier schwindelig. Und auch die CSU muss sich Gedanken darüber machen, wie man beispielsweise das momentan gigantische Umfragehoch hier in Bayern mit gut 49% im letzten Trend von Infratest DIMAP, wie man das natürlich halten kann, indem man den Bürgern jetzt schon sagt, wie es dann mit der Schuldenpolitik und dem Tilgen der Schulden danach weitergeht. Aber die Frage gebe ich tatsächlich gerne direkt weiter an Markus Blume, den Generalsekretär. Warum kommt das jetzt plötzlich? Nur weil die Junge Union gerufen hat oder weil man irgendwo noch einen Punkt machen möchte? Wir legen heute mit dem Leitantrag etwas vor, wo wir einen Weg aufzeigen wollen, wie Deutschland nach dieser schweren Krise, der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, durchstarten kann. Da geht es zunächst mal darum, die richtigen Lehren zu ziehen aus Corona. Wie können wir uns für künftige Notfälle vielleicht noch besser vorbereiten? Es geht dann darum, die Frage zu beantworten, wie können wir Durchstarten sicherstellen? Die Wirtschaft liegt in Teilen da nieder. Die Auslandsnachfrage ist in Teilen zusammengebrochen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriege ich einen Kickstart für die deutsche Wirtschaft hin? Und dann ist natürlich am Ende auch die Frage zu beantworten, wie können wir unter diesen Vorzeichen trotzdem auch generationengerechte Politik machen? Wir sind übrigens mit der Jungen Union uns hier völlig einig. Da gibt es auch überhaupt keine unterschiedliche Tonalität, keine Dissonanz. Selbstverständlich ist alles, was wir jetzt tun, einer Sondersituation geschuldet. Aber alles hat am Ende ein Preisschild und wir müssen auch darlegen, wie das bezahlt wird. Warum jetzt? Ich will es ganz konkret sagen. Wir werden demnächst ja auf Bundesebene in der Koalition darüber reden, wie dieses Konjunkturpaket aussieht. Und das muss ich von dem Ende her denken, dass ich weiß, was habe ich eigentlich unterm Strich noch zur Verfügung. Und dieser Schuss muss sitzen. Ich muss dann die richtigen Schwerpunkte setzen. Und deswegen ist entscheidend zu wissen, wie weit kann ich gehen. Aber ist das nicht ein bisschen spät? Markus Söder wurde ja auch zitiert mit dem Draghi-Satz, anything it takes. Was hat sich geändert? Das hätte man auch deutlich eher haben können.
Bisher stand die Frage nicht im Raum, weil es tatsächlich darum ging, mit dieser größten Krise umzugehen, diese Krise durchzustehen. Und bei der Frage nach Soforthilfen, nach Schnellkrediten, nach Rettungspaketen, da kann ich nicht Tage- oder wochenlange akademische Diskussionen führen, ob es jetzt so oder so richtig ist. Ja, aber es ist nicht trotzdem zu spät? Sondern ich muss es machen. Nein. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wenn sich der Blick aus der Akutphase des Durchstehens richtet auf die Phase des Durchstartens. Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich am Ende alles zusammenbringe. Die Erwartungen aus Europa, Sie haben sie angesprochen, der Beitrag, den wir selbst für uns leisten wollen. Lassen Sie es mich mal so sagen, zum Glück haben wir in den letzten Jahren in Deutschland, auch in den Ländern wie Bayern, so solide Haushalte, dass wir überhaupt dieses Geld zur Verfügung haben und gleichzeitig auch so solide sind, auch an den Kapitalmärkten, dass wir hier uns auch noch eine Spur mehr verschulden können, um diese Aufgabe zu stemmen. Bleiben wir noch einen Satz bei Europa. Sie schließen als CSU eine Schuldenunion definitiv aus, sind ja auch ganz klar gegen Corona-Bonds gewesen. Jetzt hat Markus Söder aber eine gewisse Sympathie für den Vorschlag von Emmanuel Macron und Angela Merkel. Das bedeutet 500 Milliarden. Und auch da könnte das bedeuten, dass Deutschland dann für die Schulden anderer haftet. Wie gehen Sie damit um? In der Frage haften wir nicht für die Schulden anderer, sondern da bringt jedes Land einen Teil ein. Und am Ende ist es ja auch ein Topf, von dem man nichts zurückbekommt. Am Ende, das stimmt so nicht. Am Ende ist es ja ein Topf, mit dem Programme finanziert werden, von denen ganz Europa profitieren soll. Ich halte es auch für kurzsichtig, jetzt nur den Blick auf Deutschland zu richten. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wir sind Exportland, wir sind Exportweltmeister. Wenn nun der Export international schwächelt, dann müssen wir schauen, dass mindestens unser Heimatmarkt Europa funktioniert. Und dann haben wir ein eigenes Interesse daran, dass nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen Länder Europas wieder durchstarten können. Und deswegen unterstützen wir dem Grunde nach das, was da jetzt diskutiert wird, über das Wie. Darüber muss man sich natürlich noch vertiefen. Bleiben wir noch einen Moment in Deutschland. Armin Laschet hat vor wenigen Minuten oder vor einer guten Stunde medienwirksam einen Vorschlag gemacht, der einen Familienbeitrag vorsieht, und zwar pro Kind 600 Euro. Das haben Sie konkret in Zahlen hier zumindest noch nicht veranschlagt in Ihrem Leitantrag. Können Sie da mitgehen? Wir haben bewusst davon abgesehen, jetzt hier einen Überbietungswettbewerb einzuleiten. Wer bietet für welche Gruppe mehr? Es muss am Ende ein Gesamtpaket stehen. Ein Gesamtpaket, mit dem Deutschland durchstarten kann, mit dem wir die Bürger entlasten. Da sind zunächst mal die Philosophiefragen zu klären. Wir wollen die Bürger entlasten, wir wollen den Konsum stärken, auch mit direkten Konsumanreizen, mit Kaufprämien. Und selbstverständlich ist auch das Thema Soli-Abschaffung bei uns auf der Agenda. Über all diese Fragen muss man in der Zusammenschau reden. Aber jetzt vor der Koalition, vor den Beratungen hier Pflöcke einzuschlagen, wo dann am Ende ein Gesamtpaket zusammenkommt, von dem keiner mehr runterkommt, ist nicht seriös. Wir werden deswegen die Dinge benennen, von denen wir glauben, dass darüber zu sprechen ist. Da gehören auch Familien natürlich dazu. Aber es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, um über konkrete Zahlen hier zu reden. Bleiben wir bei den Familien. Ist das auch ein Grund, warum Kitas eine schlechtere Lobby haben als Biergartenwirte? Weil die sind geöffnet, die Kitas noch nicht? Wir haben in Bayern inzwischen bei den Kitas Notbetreuung in großem Umfang. Notbetreuung heißt, dass inzwischen, die aber nicht für jeden in Frage kommt. Heißt, dass inzwischen mehr als 50% der Plätze auch wieder verfügbar sind, die übrigens nicht ausgeschöpft sind im Moment. Das heißt, es ist mehr Platz da, als im Moment nachgefragt wird. Wir erleben, dass gerade Eltern nach wie vor vorsichtig sind, auch angesichts der Schlagzeilen um unerforschte Kinderkrankheiten, auch gerade der Frage, wie Corona vielleicht doch bei Kindern auch möglicherweise Folgen haben kann. Wir bleiben bei unserem Kurs von Vorsicht und Umsicht. Es sind ja bereits Perspektiven hier aufgezeigt worden und ich kann nur uns nur dazu raten, dass wir auch da jetzt nicht den Biergarten gegen die Kita ausspielen. Im Biergarten gelten besondere Regeln und in der Kita gelten besondere Regeln, die allerdings, und das ist der Unterschied, dort natürlich nur sehr schwer einzuhalten sind, denn eine Kita, sie lebt von körperlicher Nähe der Kinder untereinander, auch mit den Betreuern, mit den Erziehern, und deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass man hier nichts überstürzt, sondern diesen Weg mit Besonnenheit weitergeht. Als Stargast haben Sie heute den österreichischen Bundeskanzler eingeladen, der hier eine Videobotschaft sprechen wird. Warum eigentlich nicht Annegret Kramp-Karrenbauer? Wir sind mit dem Parteitag natürlich in eine Zeit geraten, die sich vor 3-4 Monaten keiner vorstellen konnte. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich mal, vielleicht sogar den dann neuen CDU-Vorsitzenden bei diesem Parteitag zuzuschalten. Nun gibt es bei der CDU diese personelle Klärung aufgrund der Umstände natürlich noch nicht. Und auf der anderen Seite gibt es viel auch nachbarschaftlich zu besprechen. Gerade Bayern und Österreich sind in den letzten Wochen und Monaten aufgrund gemeinsamer Betroffenheit bei vielen Schritten sehr gut abgestimmt vorangegangen. Und auch darüber zu reden, wie es nun weitergeht, da ist der österreichische Bundeskanzler ein guter Ansprechpartner.
Da könnte man denken, von kurz lernen heißt siegen lernen, in Anführungsstrichen. Herzlichen Dank, Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Es sind noch gut 3 Stunden hier bis zum Beginn des virtuellen Parteitags der CSU. Ob technisch alles klappt, das weiß man erst dann. Aber zumindest eines ist klar, es ist hier sehr luftig. Es sind relativ wenig Journalistenkollegen da. Das heißt, hier wird Social Distancing sehr ernst genommen. Ja, und dieses blaue Sofa, Michael, von der CSU im Hintergrund, das sieht ganz hervorragend aus. Vielen Dank dafür. 17 Uhr, Phoenix vor Ort, live vom CSU-Parteitag aus München.